Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Asa. Ich habe mir heute in den Kopf gesetzt, ich möchte gerne ein einigermaßen höhlengängiges Tier zähmen. Und da kommen ja so ein paar Kandidaten in Frage. Ich könnte mir vorstellen, einen guten Wolf zu zähmen oder eine gute Säbelzahnkatze. Man könnte es natürlich auch mit dem Tylakoleo machen. Dafür müsste ich allerdings tatsächlich mal ein Schaf finden. Eigentlich fand ich, das war früher hier in der Wüste nie so sehr ein Problem. Ich habe da schon öfter mal welche gefunden, aber jetzt sind wir schon sehr viel rumgeflogen. Ich meine, ich habe noch kein einziges Schaf gesehen. Tylakoleo, wenn man keine Kibbel hat, dann frisst er ja auch sehr gerne gebratenes Schafsfleisch. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man es mit einem Terrorbird macht. Da haben wir ja tatsächlich sogar schon ein einigermaßen gutes Tier. Da wäre es vielleicht sinnvoll, man hätte dann zwei und würde dann irgendwie einmal nachzüchten und könnte dann ein imprintetes Tier benutzen. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber ich denke, so eine schöne Säbelzahnkatze haben wir eigentlich schon wirklich lange nicht mehr benutzt. Ich benutze tatsächlich meistens dann doch Wölfe. Die haben zwar keinen Sattel, aber irgendwie habe ich den Eindruck, die sind trotzdem immer besser. So, war also mal wieder nur Mist drin. Tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, in den roten Dingern, da ist einfach nur Mist drin. Also in den gelben ist schon ein bisschen besser, in den lilanen finde ich, ist es sehr viel besser, das Zeug, was da drin ist. Es ist etwas merkwürdig. Eigentlich sollten die roten ja die besten sein, aber irgendwie ist da alles sehr unbefriedigend, das Zeug, was da drin ist. So, ich werde jetzt allerdings nichtsdestotrotz die Sachen erstmal wieder hier zurückbringen. Ich habe jetzt an dem Haus nicht großartig weitergemacht. Ja, in diesem Fall, blödes Vieh, ja, die Jabroas knurren schon wieder, in diesem Fall würde ich allerdings nicht ein Babytier übernehmen wollen, sondern das muss schon ein vernünftiges Tier sein, was wir dann hier zähmen, also wirklich richtig betäuben und zähmen. Ich packe nur erstmal dieses Zeug hier zurück, das kann auch mal weg. Das hier kann mal hier rein. Zack. Und ja, brauche ich jetzt auch nicht. Kann man im Futterdruck tun, wenn da noch Platz ist. Aber da ist ja schon so ein Zeug drin. Müsste also eigentlich Platz sein. Sehr schön. Das hier auch. Ja, wunderbar. Okay, so. Dann schnappen wir uns wieder unsere Motte und halten mal Ausschau. Wie gesagt, also klar, wenn mir jetzt ein 150er, da ist schon wieder ein roter Drop, verdammt. wenn mir jetzt ein 150er Wolf, aber überhaupt gar keine gute Säbelzahnkatze vor die Flinte gerät, beziehungsweise, ich habe ja nur Pfeil und Bogen, ich sollte mir vielleicht, ja, ich weiß, ich bin immer unvorbereitet, wenigstens mal eine Armbrust mitnehmen. Die müsste ich mir allerdings erstmal herstellen, aber ich meine, wir müssten eigentlich genug Kram haben, als dass wir uns das leisten könnten. Ich meine, die macht man hier, ne? Craft. So, ich kann mal gucken. Es kann sein, dass ich irgendwo eine Flinte gefunden habe, aber die ist dann auch nicht viel besser als die anderen Dinger, die wir so haben. Also als die normale hergestellte. Ich glaube, ich habe aber dafür auch noch gar keine Munition. Müsste ich mal ganz kurz hier reingucken. Haben wir hier zufällig irgendwie eine Flinte gefunden? Nee, haben wir nicht. Von der einfachen Munition haben wir nur 6 Stück. Das heißt, wir könnten dann 6 Darts machen. Ja, deswegen belassen wir es mal lieber bei der Armbrust. So. Und wir legen die auch mal gleich aus. So. Ach, wunderbar. So, ich fand immer Säbelzahnkatzen. Die gibt es ja eigentlich fast überall hier. In der äußeren Wüste fand ich es immer ganz gut. Da sieht man die halt auf den ersten Blick, weil die sich da nicht hinter irgendwelchen Felsen verbergen können oder sonst irgendwas. So, wie gesagt, ich gucke aber auch trotzdem, das ist ein Schwein, kein Wolf. Ich dachte erst, es wäre ein Wolf, aber nö. Im Gebirge fand ich, gab es auch immer verhältnismäßig viele davon. Oh, guckt euch das kleine Paraceratherium an. Wie niedlich. Und ja, deswegen werden wir hier ein bisschen die Gegend unsicher machen. Mal gucken, was wir so finden. Da oben, da läuft doch zum Beispiel, aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein Wolf, ne? Nee, das ist eine Katze. Mit Baby-Symbol, aber nur Level 20. Das nützt uns also nicht so wahnsinnig viel. Natürlich kann ich auch nochmal nach einem Argentavis Ausschau halten. Denn ein Argentavis ist natürlich ein sehr, sehr praktisches Tier, auch wenn es darum geht, andere Tiere zu zähmen, weil er ja so unglaublich viel tragen kann. Und Argentavis, muss ich sagen, gibt es hier an dem Berg, an dem wir sind, tatsächlich relativ viele.
Darf auch gerne ein besserer sein. So, ich habe hier tatsächlich mal wieder einen Direwolf gefunden. Der ist Level 140. Das ist natürlich ziemlich gut. Stellt sich er genauso. Auf solche wie euch brauche ich, habe ich gewartet. Der da ist das, ja. Aber wie ihr gerade gesehen habt, der ist ja in Gesellschaft. In Gesellschaft von Mikroraptoren. Und das ist die schlechteste Gesellschaft, in der man sich überhaupt befinden kann. So, wir nehmen die vier. Wir rüsten einmal diese Pfeile aus. Wo ist er denn auch schon wieder hin? Er ist weg. Das ist schön. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie davon wegholen kann. Ich hatte das tatsächlich schon mal. Haben die mich schon spitz gekriegt? Du tötest ja Boas, töt mal Mikroraptoren. Ich hatte das schon mal, dass die mich auch in der Luft noch erwischt haben, weil die sich irgendwie so. Ah, okay. Genau, was ich meine. Genau, was ich meine. Pupsi. Na gut, jetzt bin ich tatsächlich abgesprungen. Aber ich war so nah am Boden, dass der irgendwie diesen Trilli auf mich bekommen hat und dann auch in so einer Höhe mir immer noch um den Kopf geschwirrt ist und mich dann runtergegrabt hat davon. Boah, das sind echt die schlimmsten und schrecklichsten und blödesten von allen Tieren auf der ganzen Map. Komm mal mit. Ja, wuff, wuff, komm mal mit. Wir müssen weg von diesen Viechern. Wo ist denn der? Ey, dieses, dass sie einen nicht mehr folgen. Das Pathfinding ist wirklich schrecklich geworden. Ne, der weiß, ich bin so hoch, er kriegt mich eh nicht. Man versucht das gar nicht erst. Na, jetzt kommt er, wo ich gelandet bin. Stellt sich zwar ein bisschen dumm dabei an, aber jetzt kommt er. So, dann wollen wir mal hoffen, dass hier unten keine Mikroraptoren sind. Das ist aber eine Fläche, da kommt er auch hin. Muss gucken, dass ich den irgendwo hinlocke. Ja, sowas wie das hier zum Beispiel. So. Wie klug bist du jetzt? Das ist natürlich jetzt wirklich die Frage. Wie klug bist du? Also ich habe auch Bolas dabei. Ich werde das nur nicht mit einer Bola schaffen. Deswegen, ich würde den gerne erstmal ein bisschen betäuben. Ah, da ist er. Also erstmal ein bisschen so auf ihn schießen, bevor ich. Kriege ich deine Schwanzspitze? Ha, tatsächlich, ich kriege deine Schwanzspitze. So, was haben wir gesagt? 27, wenn ich ihn irgendwo hintreffe. Oh, sag mal. Hallo? Gibt's das? Das gibt's doch nicht. Durch den Felsen? Ist da wohl nicht dein Ernst? Bist du doof oder was? Das ist nicht fair. Was war das jetzt? Ein Capro, ne? Mann. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe schon wieder nichts mehr. Das ist wieder das Phänomen der ewig überstehenden Felsen. Er hat den jetzt ein Capro gefressen? Ne, da ist er doch noch. Hört ihr euch an, wie die Hyänen lachen? Oh, blöder Caprosuchus. Wie machen wir das? Müssen wir ihn doch gleich bolan? Also wenn ich ihn auf den Kopf treffe, dann brauche ich nur 11. So, die 4. Eins. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal, also zweimal in die Schwanzspitze getroffen. Fünf. Also mit dem Gewehr kann man genau 7-mal drauf schießen. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Entweder fällt jetzt oder mit dem nächsten Schuss. Und weg ist er.
Hä? Bist du... Ja, wir werden versuchen, ihn nochmal zu bolern. Ich weiß ja nicht, ob der nochmal wiederkommt. Ah, ja. Hat sich erledigt. Braucht man nicht ihn nochmal bolern. Er ist betäubt. Ich hoffe mal, dass der Capro den jetzt nicht einfach so... Och komm, lass mich bitte hier wieder hoch. Dass sich der Capro den nicht einfach so holt. Wir sind nicht ganz so weit weg von zu Hause. Ich muss mir das nur mal ganz kurz merken. There you are. Okay, ich brauche nämlich Prime. Ich habe nämlich keins. Genau, da oben irgendwo, da wohnen wir. So sieht das Ganze aus. Dieser Baum. Wir werden ihn wiederfinden. Ich hole mir jetzt irgendwie den Terrorvogel oder einen Raptor oder irgendwas. Ich brauche erstmal ein bisschen Prime. So, ich habe 18 Stück Prime Meat dabei. Habe ich mir mit dem Terrorvogel von, wer hätte es gedacht, einer Säbelzahnkatze geholt. Ich musste den Terrorvogel jetzt da oben stehen lassen, weil der gerade Schaden bekommen hat und sich nicht wieder einfrieren lassen wollte. Der war an so einer Stelle, wo man ansonsten echt nicht hinkommt. Wir haben ein Superhitze-Event. Es ist natürlich nicht so schön, aber... So. Wir werden das hier mal da reinpacken. Guten Appetit. Und, ach, den haben wir ja gleich. Ja, easy. Vielleicht setzen wir uns hier irgendwie oben auf dem Stein oder so. Wie gesagt, irgendwo ist ja auch noch der Capro, wobei der hier vermutlich schon noch hinkäme. Ja, 140 Dire Wolf ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich war bisher, ich glaube, fast echt immer mit dem Dire Wolf irgendwo in der Höhle. Die Höhlen hier sind sehr schön und sollen ja jetzt noch sehr viel schöner geworden sein. Also ich war in der Höhle, die hier in der äußeren Wüste war, wo man durch das Gebäude rein muss. Das war eine Höhle, das war die einzige, die früher bei Survival Evolved, aber auch nicht bis zum Schluss, ein bisschen schwieriger war, alleine aus dem Grund, weil der Eingang so klein war, dass man halt nicht mit einem Tier reingekommen ist. Also als es dann irgendwann Kryopods gab, war das überhaupt gar kein Thema mehr. Und tatsächlich haben sie dann relativ spät, kurz bevor oder vielleicht auch mit dem Update, aber ich glaube schon vorher, wahrscheinlich kurz nach den Kryopods oder seit Genesis oder was weiß ich. Irgendwann haben sie auf jeden Fall den Eingang, da war so ein Fallgatter, was so halb runtergelassen war. Das haben sie halt irgendwann einfach weggemacht, sodass man ganz normal mit einem Dings da rein konnte, mit einem Reittier. Ja, das haben sie dann weggemacht und dann war die Höhle auch kein Problem mehr. In keiner der Höhlen spawnen Tiere über das normale Level, außer Schnecken. Und Schnecken sind im Allgemeinen nicht so wahnsinnig gefährlich. Was ist das? Ist das Absicht? Ist das Zufall? Ich glaube, das ist keine Absicht. Das ist... Oh shit. Okay. Ja, auf irgendeinem Felsabsatz da oben habe ich nämlich meinen Terrorvogel zurückgelassen. So, wir haben es geschafft. Dann machen wir mal hier den Tracker wieder aus. Stopp. Super gut. Okay, Akela. Wie einer der Wölfe aus dem Dschungelbuch. Wir frieren den erstmal ein. Der sollte ja eigentlich, dürfte ja hier nur noch Fleisch rumliegen, ja. Okay, ich fliege mit dem nach Hause und, ein lila Loot. Aber es ist Hitze-Event. Das werde ich wahrscheinlich nicht überleben, jetzt in die äußere Wüste raus. Das kann aber auch gerne mal wieder aufhören, das Ding. Ja, wir, würde ich sagen, testen den aus. Und wo könnte man das am besten machen, als wenn wir einfach mit dem in so eine Höhle gehen? Was hatte ich gesagt? Hier am Canyon, die Höhle. Die gefällt mir immer am besten. Dann würde ich doch da auch einfach mal mit ihm hingehen oder auch fliegen. Ich will nur kurz vorher erstmal nach Hause einmal Hitze-Event überstehen und zum Zweiten, wir haben ja auch noch den Terrorvogel dabei, wir brauchen jetzt nicht so viel Zeug hier. Ich will alles loswerden, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ich glaube, ich habe auch noch, naja, nicht wirklich was Wichtiges im Inventar, aber irgendeinen Scheiß habe ich halt immer im Inventar. Der kann gerne weg, der Dreck.
Und dann probieren wir unseren Wolf mal in der Höhle aus, in der ich in der Regel, ja, in die ich normalerweise immer als allererstes gehe. So, hier vorne ist unser Saloon. Da bringen wir alles unter, warten im Haus kurz das Hitze-Event ab und dann geht's los. So, wir sind fast da. Hier ist dieser schöne zentrale Berg. Wir befinden uns auf der Karte genau hier, ne? Also 60, 8, 78, 3. Also das ist jetzt noch nicht die Höhle, aber genau, hier ist dieser schöne Berg. Da gab es früher immer mal so ziemlich alles. Und hier auf diesem Plateau haben wir in der Storyline gelebt und da haben wir so eine richtig schöne, eine große Pyramide gebaut und alles mögliche. Also das war wirklich ziemlich cool. Ne, du bist eindeutig zu schlecht. Und da haben wir nämlich ganz hier in der Nähe eben von dieser tollen Höhle gelebt. Wir fliegen hier in Richtung, ja so halbwegs in Richtung roter Obelisk an diesem Berg vorbei. Und hier vor uns tut sich dann diese Schlucht auf. Und ja, in dieser Schlucht befindet sich eben die Höhle. Na, ihr seht das hier, so, na, diese Schlucht, die meine ich. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, da war der Höhleneingang auch irgendwo, also hier an dem Ende gibt es, glaube ich, nur eine Ruine, so einen Ruineneingang. Ich meine, guckt euch das an, wie mega geil das hier aussieht. Was jetzt neu ist, sind diese Kakteen. Diese Kakteen leuchten im Dunkeln. Also nachts ist das hier verhältnismäßig hell drin, muss man wirklich sagen. Ziemlich cool. Und genau, hier ging es dann irgendwie auch mal so eine Ebene weiter hoch. Und da war meines Wissens nach immer irgendwo der Höhleneingang. Irgendwo so hier so. Muss jetzt mal ein bisschen suchen. Ja, dieser ausgewaschene Sandstein. Ach, es ist wirklich schön, ne? Da drüben vielleicht. Das sieht doch verdächtig aus. Verdächtig, verdächtig. Da hängen hier so Kokons unter der Decke. Ja, genau. Hier ist der Höhleneingang. Schwuppdiwupp. So, wir befinden uns, wie gesagt, im Canyon. Ich kann gleich nochmal die Map aufmachen. Ich nehme die Maus raus. So, wir sehen 61,6, 76,9. Da steht ihr dann direkt vom Höhleneingang, aber nicht oben eben, sondern ja, hier in dieser coolen Canyon-Höhlenformation. So, wir werden die Motte einfrieren. Hier passt ja wohl locker der Wolf durch. In der Vergangenheit war es so, dass die Höhlen am Anfang merkwürdigerweise ziemlich leer war an Tieren. Häufig habe ich einen relativ entspannten Spaziergang durch so eine Höhle gemacht und habe dann am Ende das Artefakt eingesammelt und erst auf dem Rückweg hatte ich es mit Viechern zu tun. Oh, ist das schön, diese Leuchtekakteen. Okay, wir gucken mal ganz kurz. 2772... Gesundheit hat er, 1066 Stamina, 351 Nahkampfschaden. Ich glaube, das ist gut. Ich würde ihm allerdings trotzdem erstmal, also mindestens 3.500, besser 5. Und dann machen wir hiermit weiter. So. Wir gehen hier ganz gemütlich durch. Ja, wir wollen uns das angucken. Es gibt, wie gesagt, in jeder Höhle mindestens zwei Explorer-Notes, würde ich sagen. Vielleicht auch drei, das weiß ich jetzt echt nicht mehr so ganz genau. Also diese Wespennester oder was auch immer das da oben ist, die gab es früher definitiv nicht. Diese kleinen Sparkle-Punkte gab es nicht. Wie ihr seht, ist es verhältnismäßig hell, aber auch verhältnismäßig heiß. The Old Tunnels, genau, so heißt dieser Abschnitt hier. Was wir eventuell nochmal machen müssen, ich habe jetzt keinen... Ich hätte mir ein Antidote mitnehmen sollen, weil es gibt nämlich, gab bisher jedenfalls immer Fledermäuse da drin. Okay, hier teilt sich der Weg. Es gab immer Fledermäuse und es gibt auch Atropleura. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass wir hier auch nochmal Klamotten ablegen müssen, weil ich will die ehrlich gesagt nicht alle verlieren. Na, ich glaube nicht, dass man da von oben runterkommt. Im Prinzip, ja... Viele Höhlen haben mehrere Wege, die führen aber am Ende trotzdem immer alle zum gleichen Punkt. Die in den Bergen, die hat, glaube ich, die meisten verschachtelsten Gänge. Bei der hier kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass die eigentlich mehrere Höhlen hat, mehrere Gänge hatte. Oh, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Kann ja mal ein schönes Foto von uns machen. So, guckt euch das mal an.
Noch haben wir den Wolf. Wollen wir ihn genießen? So. Das dauert immer, ehe das Foto auslöst. Okay, Obsidian haben wir hier. Ich dachte, ich hätte gerade vielleicht eine Fledermaus piepen hören. Genau, man hätte. Der andere Weg wäre von da oben gewesen, ne? Wie ihr seht. Am Ende, man kommt irgendwie immer auf den gleichen Punkt. Da gibt es Schwefel, das gelbe Zeug hier in der Wand. Den brauchten wir. Den braucht man, wenn man irgendwelches Flammenzeug herstellt. Boah, da hier ganze Schwefeladern. Ziemlich cool. Ja, wie ihr seht, letzten Endes kommen wir wieder genau an den Punkt, an dem wir auch mit dem anderen Weg gekommen wären. Ja, der andere Weg war dann dieser grüne Weg. Aber wir können ja da trotzdem nochmal lang gehen, dass wir auch wirklich alles gesehen haben, nicht wahr? Ja, ich sage ja, also Fledermäuse gibt es halt hier drin. Und leider auch Atropleura. So, da hat er nämlich schon mal ein bisschen Fleisch. Ist überhaupt was eingesammelt? Ich glaube schon. Was ist hier? Ich meine aber auch in der Höhle gab es schon immer diese Rubble Golems. Also wenn wir Pech haben, dann begegnen wir so einen. Ja, genau. Im Prinzip hat sich da oben der Weg geteilt. Wir sind da oben lang gegangen. Man hätte eben auch hier unten ge lang gehen können. Ich sag ja. Also in der Regel. Das sage ich ständig, ne? In der Regel ist das so, dass die verschiedensten Gänge trotzdem am Ende alle in die gleiche Richtung führen. So. Das hier brauchen wir nicht. Aber ich brauche mal was zu essen. Ein bisschen Bärchen für Wasser. Ich muss mal kurz gucken, ob man die hier abbauen kann. Ne, kann man nicht. Kann man nicht. Na gut, dann halt nicht. Diese Spinnenweben und es ist schon wirklich schön. Also die Grundform der Höhle scheint die gleiche zu sein. Das war früher auch so, genau diese zwei Wege. Es ist nur rein optisch einfach total anders. Da war hier, war, glaube ich, immer so ein Wandbild an der Seite. Und hier unten, da fing es dann erst so richtig an. Also da konnten dann diese Rubble Golems auftauchen. Genau, hier ist dieses Wandbild. Und ich glaube, vorher kamen auch keine. Man sieht immer nichts. Da, ne? Man sieht so einen Obelisken und einen Mensch da drunter und links, links und rechts welche, die den anbeten oder was auch immer. Wow. Kann man natürlich von hier auch nochmal ein Foto machen. Nur, ja, genau. So. Damit wir für unsere Thumbnails eine schöne Auswahl haben. Okay. Ja, das geht doch schnell hier. Ich würde mal sagen, also 3500 auf jeden Fall, ganz, ganz locker. Vielleicht 4 und dann können wir mal gucken, ob der mehr Nahkampfschaden braucht. Ach, dass das da so blau leuchtet, das war vorher, glaube ich, auch nicht. Haben die Säulen vorher blau geleuchtet? Nee, ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt hier auch schneller durchrushen. Dann würden hier wahrscheinlich noch weniger Tiere spawnen. Wenn hier so ein Rubble Golem kommt, mit dem brauche ich das mit dem Wolf nicht versuchen. Das kann man vielleicht mit dem Thylakole oder so machen. Also vor dem müssten wir dann tatsächlich mal die Beine in die Hand nehmen. Ich glaube, die kann man vorher auch nicht sehen. Ich glaube, dass die wirklich aus dem Stein kommen. So, wenn wir auf dem Rückweg aus irgendwelchen Gründen keine Artefakte, keine, na, Explorer-Notes gefunden haben, dann haben wir ja die Möglichkeit, mit unserem Hund zu schnüffeln. Na, und da zeigt er uns nämlich da vorne eins an. Ich glaube, weiter oben war noch keins. Ist ja auch nicht schlecht. Wir müssen ja auch hier alle Explorer-Notes irgendwann mal finden. Deswegen ist es ja nicht verkehrt, wenn wir hier auch einen Wolf haben, der uns das dann später mal anzeigt. Toll, 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 toll. Guckt euch das an. Die Yucca-Palmen, die blühen hier sogar schon. Ach, ein Traum. So, jetzt hast du ja wieder ein Levelchen. Wir haben wieder mal eine Schatzkarte gefunden. Ja, sehr schön. Dann wissen wir schon, was wir beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Also mal abgesehen von der ganz am Anfang, ist das jetzt tatsächlich erst die zweite, die ich gefunden habe. Mehr noch nicht. Ah, passen wir hier überall durch? Ja. Naja, stimmt. Hier war irgendwo ein Explorer-Note.
Ja, diese Regale mit den ganzen Knochen, die gab es vorher auch schon. Hier ist es. Ja, ja, komm. I have discovered why Prophet's Rest is so generous with their water. The well at the edge of the compound is built directly on top of what the locals call a water vein. An endless supply of water bubbles up from beneath the earth. Its existence is a minor miracle. Though compared to what I saw in Starlit Sanctuary, minor is the operative word. I suppose this ark must be floating among the stars, just as the island was. What an extraordinary thought. I cannot fathom how such a thing is possible. But that remarkable metal. Ich meine, hier konnte man dann. Kam er von da? Nee, wir kamen von da. Ja, hier hat man auch zwei Möglichkeiten. Ne, nicht wirklich. Nicht wirklich zwei Möglichkeiten. Im Prinzip müssen wir einmal ganz in die Mitte nach unten. Also klar kann man da auch runterspringen. Ja, hier ist nochmal so ein schönes Bild, wie wir sehen, eine Hand mit so einem, diesem Implantat. Und dann sehen wir den Drachen, die Brutmutter, den Megapithecus und den Boss von dieser Map da oben, den Manticore. Wobei der so ein bisschen sehr plump aussieht. Der hat auf jeden Fall nicht so einen Skorpionschwanz. Hätte er aber eigentlich haben sollen. Egal. Wir nehmen logischerweise den Fußweg und jumpen da nicht einfach runter. Das wäre wahrscheinlich eine Abkürzung, aber naja. So, das ist das, was wir schon haben, ja. Okay, scheint es ja hier nur eins zu geben. Das ist nicht so viel, wie ich dachte. Okay, das dauert ein bisschen länger. Ne, wir machen erstmal die 5000 voll. Ich dachte, hier gäbe es mehr als eins. Aber vielleicht sind wir auch noch nicht nah genug dran. Das ist wirklich sehr schön. Diese ekligen Dinger da oben, sowas gibt es ja wirklich. Das sind so kleine Würmchen, die sich so an Fäden runterlassen. Und die sind halt in der Lage, Biolumineszenz zu betreiben, also mit ihrem eigenen Körper zu leuchten. Und die haben so kleine klebrige Fäden. Da unten sehen wir schon das Artefakt, wie es sich dreht. Die haben so kleine klebrige Fäden und ich glaube, mit denen fangen sie irgendwie Futter. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber mit dem Leuchten machen sie natürlich auch auf sich aufmerksam, um die Weibchen anzulocken. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwie so. Es gibt sie auf jeden Fall wirklich. Mann, oh Mann, ist das cool. Ja, und hier gab es ganz, ganz unten immer diese super High-Level-Schnecken. Ja, da ist ja auch eine Schnecke. Ich kann ja gleich mal gucken, was die für ein Level hat. Ich will die jetzt nicht kaputt machen. So, was haben die Schnecken hier? Ja, 275, genau. Warum auch immer, 290. Das war hier schon immer ein bisschen merkwürdig. So, was ist... Oh nein, meine schönen Klamotten. Was es natürlich früher hier auch immer mal gab. Na, aber gerade rechtzeitig, wa? Was es hier auch immer gab, war, dass in den Artefakten, also im Inventar vom Artefakt, wenn ich das aufmache, das Artefakt raushole, auch immer noch ein Skin für irgendwas drin war. Einmal ein Speerskin, ein Fackelskin und ein... Puh, was war das andere? Ein Schildskin, ein Helmskin, ich weiß nicht. Es gibt ja auf jeden Fall diese ganze Manticore-Rüstung. So, hier könnten wir auch rüberspringen. Mal schneller runter. Ja, wo führt das hin? Ja, oder wir gehen halt zu Fuß. Nee, das ist einfach nur der Sprung zurück. Springen müssen wir so oder so. Ja, genau. Gut, dass du jetzt gekackt hast und nicht im Sprung. Das wäre ungünstig geworden. Wir können den natürlich hier auch noch mal ein bisschen hochheilen. Wie ihr seht, der kann ein bisschen Futter verkraften. Weil der kriegt auch noch ein bisschen Torpor. Das muss ja auch nicht sein. Hier unten ist es offenbar auch nicht mehr so wahnsinnig heiß. Na gut, 42 Grad. Aber wir haben nur eine kleine Flamme. Ich bin ein bisschen geschockt. Das muss aber wirklich neu sein, dass das hier auf Scorched Earth doch noch mal deutlich wärmer ist, als es ursprünglich mal war. Also ich hatte früher mit einer Fortitude von 30 eigentlich wirklich, wirklich ganz selten mal bei so einem Hitze-Event eine große Flamme. Jetzt habe ich die tatsächlich relativ häufig. Wenn ich mich nicht gerade in so einer Starterregion aufhalte, irgendwo unten im Canyon, habe ich ziemlich häufig ziemlich hohe Temperaturen hier mit 70 Grad und mehr. Die mir dann doch schon ganz schön zusetzen, muss ich wirklich sagen. So, ich nehme mal hier die Bärchen an mich und werde die nämlich dann auch gleich mal aufessen. So. Jupp. Okay, das lassen wir mal fallen.
Das lassen wir mal fallen. Ja, er kann es ja tragen. So, ruckel die Zuckel. Ach, wie waren das? Ja, stimmt, das waren zwei Hopser. Richtig. Ich habe schon gesehen, von da hinten kommt auch eine Fledermaus. Schafft die Atropleure das hier hoch? Boah, das ist aber leggy hier. Ja, ja, es gibt... Das ist so eine Mittelinsel, ne? Wir sind jetzt über den mittleren Part drüber gesprungen. Glücklicherweise gibt es hier aber keinen Deathfloor. Also wir müssen so oder so ja irgendwie da runter. Kann halt nur sein, dass man halt Fallschaden kriegt, ne? Na, komm. Hallo? Nee, das will ich jetzt mal nicht wagen. Okay. So, ich würde sagen, wir können hier natürlich auch nochmal schnüffeln. So relativ zentral in diesem Raum. Mal gucken, ob hier noch irgendwo anders ein Explorer-Node verborgen ist. Der hat mir doch da gerade was angezeigt. Wo ist es denn hin? Vielleicht war das auch noch das, was über mir ist. Also ich hab ja gesehen, dass er mir da gerade was angezeigt hat, aber ich finde es nicht mehr. Sehr gut. Komisch. War das jetzt über mir? Ich muss nochmal schnüffeln. Da. Aber ich glaube, das ist das, was wir uns schon geholt haben. Das ist irgendwie das Einzige, was er mir anzeigt. Na gut. Dann sind halt nicht in jedem zwei oder drei Explorer-Nodes. Ach, wie schön. Ja, kommt her. Schade, dass es jetzt wieder so ruckelt. Also meistens sehe ich das im Spiel deutlich schlimmer, als es später auf dem Video ist. Aber ich kann es jetzt echt nicht ändern. So. Und dann geben wir dir nochmal was. Na, siehst du, jetzt ist er nämlich schon fast bei 5000. Das ist doch cool. Und jede weitere Höhle, die wir machen, wird dann logischerweise immer einfacher. Da ist eine Spinne. Überraschung! Runtergeschubst. Jetzt haben wir uns auch so wirklich schön viel Zeit gelassen, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass hier unten vielleicht nochmal irgendwo ein Loot ist. War er nämlich früher öfter mal. Ne? Also es geht noch tiefer runter, als sich jetzt hier unser Artefakt befindet. Ich glaube, das Artefakt der Tiefe? Torwächter? Ach, was weiß ich, keine Ahnung. So, und wir haben hier tatsächlich immer noch diesen Skin. Das ist das Artefakt des Gatekeeper, ja, des Torwächters. Und der Skin für einen Speer. Ich habe jetzt gerade keinen Speer dabei, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Ich meine, der geht sowohl auf eine Metallpike als auch auf so einen primitiven Knochenspeer. Wir gehen jetzt nochmal ganz runter. Da waren häufig auch nochmal eine Ansammlung von Tieren, in der Regel Schnecken. Manchmal aber auch nochmal ein Loot. Den wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, wenn er da ist. Und wenn nicht, dann ist vielleicht auf dem Rückweg nochmal einer wieder gespawnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass auf dem Rückweg ein paar mehr Tiere gespawnt sind, denn wahnsinnig viele waren das jetzt ja ehrlich gesagt nicht. Ja, unsere kaputte Spinne ist ja zumindest eine, die hier noch sein müsste. So, wie sieht's aus? Ist hier noch was zu holen? Um ehrlich zu sein, sehe ich nicht mal die Spinne. Es leuchtet halt hier so verheißungsvoll rot. Ne? Deswegen dachte ich, ich höre dich, ich sehe dich nur nicht. Ah, da bist du doch. Ne. Hier ist nichts weiter. Aber es könnte ein Loot hier sein. Es ist aber keiner da. Also ich habe von hier unten früher bei Survival Evolved, hoppala, 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 habe ich da schon öfter mal Loot rausgeholt. Gucken wir nochmal hier in der Ecke. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Ja, und scheinbar gibt es hier auch tatsächlich nur einen Explorer-Node.
Ist ein Ding. Ich dachte auch, dass es davon hier mehr gibt, aber gut. In den anderen Höhlen vielleicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier zügig wieder raus und ja, begeben uns wieder zurück in unsere Westernstadt, die aus einem Gebäude besteht. Beim nächsten Mal gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal ein weiteres Gebäude dazu holen. Das war unklug. Ich wollte gar nicht nochmal springen. Clever. Clever gemacht. Schaffen wir das denn hier irgendwie hoch? Komm, du Jumper. Ah, na gut. Das ruckelt einfach so krass. Ich sehe einfach nur die Hälfte von dem, was ich mache. Wenn ich mich drehen will, dann dreht er sich nicht. Und ruckelt, die zuckel. Ja, so kann man natürlich nicht spielen. Wenn es hier immer nur so ein Daumenkino ist, macht die Sache natürlich schwierig. Er springt ja auch an Stellen, wo es überhaupt nichts zu springen gibt. So, also nochmal. So, seht ihr. Ne, wir sind von da oben losgesprungen. Wir kommen aber in der Regel, können wir ja nicht nach oben springen. Wir können aber nach unten und geradeaus springen. Und deswegen springen wir nämlich jetzt hier auf die untere Rampe. Und wuseln uns dann den Weg wieder hinaus. Nochmal gab es ja keine gefährliche Springpassage. Nur so ein kleines Hopserchen, was man aber auch theoretisch umgehen kann. Ich schnüffel hier nochmal. Jetzt findet er das zum Beispiel gar nicht mehr, das Explorer-Note. Ist ja echt komisch. Aber gut, dann ist es halt nur das eine. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich zu Hause angekommen bin. So, ich bin zu Hause. Ich habe jetzt einfach mal das Ding hier kurzerhand in die Bude gestellt. So sieht es nochmal aus. So dreht es sich. Ich wollte mir jetzt nochmal ansehen und ich denke, habe ich das Metall hier drin gelassen? Nee, ne, habe ich nicht. Ich würde mir einfach mal so eine Metallpike machen, weil ich noch keine gefunden habe. Ich glaube nicht, sonst hätte ich sie nämlich angelegt. Nee, wir haben jetzt nur so ein Ding. Mache ich mir doch nochmal eine Metallpike und könnte auch mal meinen ganzen Kram so reparieren. an Klamotten, den ich so trage. Die sind nämlich auch nicht mehr in allerbestem Zustand. Machen wir mal so. Und nur das Oberteil ist aus Gilly. Das muss ich irgendwie anderweitig machen. Also in das Missy geht schon, aber... Ah ja, Perlen und Kristall. Zack, zack, zack. So. Müsste jetzt also auch funktionieren. Einmal du und einmal du. Okay, dann können wir das nämlich wieder anziehen. Und dann ist es ganz... die Metallpike. Ach ja, genau, ein Schwertskin war das noch. Ein Fackelskin, ein Pikenskin und ein Schwertskin. Das waren die Dinger, die man hier so findet. Und jetzt finde ich das Ding nicht, weil man es hier ist es. Wood. Wir brauchen Wood dazu. Mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas gegrindet habe. Ich denke schon. Oh, wow. Ich habe mich schon gewundert, wo die alle hin sind. Und offenbar müssen wir mal ganz kurz unseren Thorny Dragon bedienen. Der hat bestimmt noch... Jetzt geht er da draußen. Der hat bestimmt noch irgendwie Blut dabei. Was ist denn hier schon? Ein Säbelzahnkatzenbaby. Wie gut oder schlecht bist du? Säbelzahnkatzenbaby? Achso, ich habe das Ding hier aus. 20. Ne, danke. So, wie sieht's aus? Wood hat er dabei. Machen wir uns doch schnell nochmal die Pike. Es ist schon wieder so tierisch heiß hier. Zack, zack. Einmal craften. Einmal die Pike. Eigentlich findet man die auch immer. Deswegen habe ich die einfach nicht gecraftet, weil ich gehofft hatte, ich finde sie einfach. Aber offenbar finde ich sie nicht. Nun denn. Die legen wir mal kurz hier hin. Wo habe ich jetzt den Skin hingetan? Ja, der ist logischerweise bei Cosmetics gelandet. Den kann man da draufziehen. Und dann wählen wir mal die 5. Nee, die 5. Und können uns dieses wunderschöne Dings mal angucken. So sieht das aus. Sieht jetzt trotzdem aus wie ein primitiver Speer.
Und ja, der geht so durch so ein, ich sag jetzt mal, einen Raptorenschädel oder sowas. Irgendwie so in der Art, sowas würde das sein. Sieht ziemlich cool aus. Geht, wie gesagt, auf das Primitive als auch auf diese Metallpike. Ja, sehr cool. Okay, sehr schön. Ich würde allerdings sagen, wir haben, wir waren mal wieder fleißig. Hier, wir müssen es ja nicht heißer machen, als es ohnehin schon ist. Wir waren fleißig, wir haben ein tolles Artefakt geholt und vor allem, wir haben ein tolles Tier gezähmt. Was wir jetzt auch tatsächlich schon direkt mal, gut gelevelt haben, indem wir eben die erste Höhle mit ihm gemacht haben. Und an dieser Stelle ist dann nämlich die Folge für heute auch erstmal wieder zu Ende. Ich werde hier nochmal ein bisschen von dem Zeug machen. Genau, wunderbar. Ich habe den Akela hier zur Selbstverteidigung zu all den anderen gestellt. Hat das funktioniert? Irgendwie hat das funktioniert. Befindet sich irgendwie in diesem ganzen Kloß von Tieren. Ist noch ein bisschen blutig von seinen Erfahrungen in der Höhle, aber naja, so ist das halt erstmal am Anfang. Ja, ich würde sagen, dass die Folge an dieser Stelle zu Ende ist. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arsa. Bis dann, ciao, ciao.